Nun gibt es noch eine kleine Empfehlung zum Drawboard. Das ist ein Tool. Damit könnt ihr PDF-Dateien bearbeiten, so wie ihr das wollt. Hier gibt es verschiedene Sachen. Hier gibt es noch viel mehr Sachen als im PDF Acrobat Reader. Aber dieses Tool kostet in der Regel Geld. Wenn ihr Glück habt, habt ihr das vielleicht schon auf dem Computer vorinstalliert. Wenn nicht, könnt ihr euch das gerne auch holen, falls ihr Lust habt. Dann gibt es noch den PDF Sam. Das ist ein sehr cooles Buch. Zum Beispiel hier haben wir den Sauer. Schauen wir uns das an. Ihr wollt jetzt zum Beispiel diese Seite hier herausnehmen. Ihr sagt, ihr benötigt genau diese Seite. Dann könnt ihr hier diese Seite aufteilen, könnt ihr sagen, genau diese Seite benötige ich und möchte, dass das auf dem Desktop gespeichert wird, teile ich das auf und schon habe ich die erste Datei. Und das wäre die erste Seite vom Sauer. Oder ihr sagt, ich möchte jetzt noch eine Seite haben, die vierte Seite zum Beispiel. Die sollte auch auf dem Desktop sein. Dann könnt ihr die aufteilen. Wenn ihr schaut, habt ihr jetzt diese Seite hier im Sauer aufgeteilt. So einfach ist das. Deshalb finde ich dieses Tool noch sehr praktisch, da man nichts auf einer Webseite hochladen muss, sondern direkt auf dem Laptop oder auf dem Computer ändern kann. Hier gibt es noch viele andere coole Features, aber die kosten dann noch Geld. Das war's von der Empfehlung. Wir sehen uns gleich im Kapitel 2.